Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Michael von jetztselbstsicher.de. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend und freue mich, wenn ihr ganz viele seid, die jetzt da gleich zuschauen. Dauert ja immer ein kleines Momentchen, bis Facebook alle informiert hat, bis es dann losgehen kann. Ich sehe auch noch momentan, sollte die Anzeige stimmen, null, zero, nothing, aber das letzte Mal war es ja auch so und dann kam in den ersten 2, 3 Minuten kamen dann die ersten. Also ich hoffe, dass gleich welche da sind. Wenn ihr da seid, meldet euch schon mal, schreibt mal kurz in die Kommentare rein, damit ich weiß, dass ich nicht nur gegen die Kamera und das Mikrofon spreche. Ansonsten lege ich los, denn die Aufzeichnung ist ja auch für jeden zu sehen und die Aufgezeichneten sehen wollen ja nicht ewig warten. Jetzt sehe ich auch schon, sind die ersten da. Wunderbar, hallo erst nochmal. Ja, heute geht's um mit Wut umgehen und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema für viele, denn im Prinzip werden wir alle mal wütend. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also wütend ist ja nicht nur, wenn man es von außen deutlich merkt, ja, also wenn man schon so richtig rumbrüllt, sondern wütend kann man ja auch sein, wenn man, ich weiß es nicht, heult, wenn man es in sich hineinfrisst, wenn man was auch immer. Es gibt ja ganz verschiedene Reaktionen auf Wut. Und das werden wir uns heute anschauen, was so das Natürliche ist, wo es überhaupt herkommt. Und natürlich auch, was kann man dagegen tun. Ich werde euch am Ende noch kurz was vorstellen, denn es gibt was Neues von mir. Aber ich lasse es noch spannend werden, bleiben. Wie sagt man? Ja, genau. Dann verrate ich erst gegen Ende. Aber jetzt erstmal geht's los. Wenn man so nachschaut, wo Wut entsteht, dann heißt es, dass vor allem kleine Kinder so ab circa 4 Jahre anfangen, so richtig mit Wutanfällen aufzufallen. Hallo Gabi, schön, dass du dabei bist. Und wenn noch jemand dabei ist, gerne bitte auch in die Kommentare schon reinschreiben, dass ich so ein bisschen sehe, wer da ist. Freut mich immer, dass ich weiß, dass ich ja nicht gegen den Lautsprecher alleine spreche. So, und hier kommen jetzt wieder alle möglichen Fehlermeldungen. Die müssten jetzt gar nicht sein, die kann man vielleicht auch hinterher lösen. Na gut, auf jeden Fall haben sie mir gerade die Sicht versperrt. Entschuldigt bitte, wenn ich hier gerade so ein bisschen mit der Augen sonst wohin gegangen bin. Also, jetzt nochmal zurück. So, mit 4 Jahren ist das offensichtlich die Hauptphase. Also, ich habe selber keine Kinder, aber natürlich kenne ich es von dem einen oder anderen Kind. Hallo Turia aus München, sehr schön. Ich habe lange Zeit in München gelebt. Ich vermisse es immer noch. Ich glaube, das ist auch so die Phase, wo sich Kinder gerne dann auch mal im Supermarkt hinschmeißen können und nicht mehr aufstehen, wenn sie irgendeine Lutsche haben wollen oder ähnliches. Eine spannende ist auch, dass Kinder so ab circa 4 Jahren auch ganz gut lügen können. Also offensichtlich, ohne dass ich mich jetzt besonders tief mit Kinderpsychologie beschäftigt habe, ist das so das Alter, wo wir anfangen, mit Emotionen bewusst zu arbeiten, wo wir Erwachsene bewusst täuschen wollen oder versuchen oder glauben auch, es bereits verbergen zu können, wenn wir irgendwelche Tricks auf Lager haben, etc. Aber letztendlich sind wir doch alle wütend. Nur der Unterschied zwischen Kindern im Alter von 4 Jahren und uns in unserem Alter, egal wie alt wir jetzt gerade sind als Erwachsene, also egal ob 18, 28, 58 oder wie alt auch immer, wenn wir wütend werden, dann gilt, also wütend jetzt im Sinne nach außen wütend, laut, aggressiv oder ähnliches, dann gelten wir schnell als unbeherrscht, als der hat sich nicht im Griff, als cholerisch, jähzornig und ähnliches. Und ja, Zorn und Ärger hängen eng mit Wut zusammen und deswegen ist das alles sowas, was da gerne auch schnell in einen Topf geworfen wird und was ja, was eben dann nicht schön ist, was nach außen nicht schön ist, aber was vor allem auch innerlich nicht schön ist. Warum werden wir wütend? Ne, Wut ist eine Emotion. Eine der Grundemotionen übrigens unter den Menschen, auch unter den Tieren. Ich kann mich gut erinnern, dass ich schon das ein oder andere Mal Hunde erlebt habe, die plötzlich wütend geworden sind, die sich aber als erwachsene Hunde ganz genauso im Griff haben wie wir Erwachsene. Ja, was hat man da gesehen oder was habe ich da beobachtet? So einen ganz kurzen aggressiven Blick, wo kurz auch die Zähne aufgehen, so als wie wenn er gleich zuschnappen würde, dann aber sofort wieder zurückgehalten und alles war wieder gut.
Und so reagieren manche Erwachsene ja durchaus auch. Also ein ganz kurzer Wutaufbrauser ist zu spüren. Gehört übrigens jetzt, wenn wir zur Körpersprache schauen, zu den sieben Micro-Expressions. Es gibt, für die, die es nicht kennen, sieben sogenannte Micro-Expressions, die weltweit gleich sind. Das sind sieben Grundemotionen, die alle Menschen auf der Welt gleich zeigen, wenn auch vielleicht unterschiedlich stark. Und bei Wut ist es so ein, ja, also eine Art Fletschen der Zähne, gleichzeitig ein Zusammendrücken der Augen. Die anderen sind, um jetzt nur ein paar zu nennen, zum Beispiel Überraschung, Freude, Ärger, Missachtung, Ekel und so weiter. Also sieben gibt es, die weltweit gleich sind und die wir auch nicht unterdrücken können. Wir können sie zwar gering halten, aber nie komplett unterdrücken. Das heißt, auch wenn wir versuchen, nach außen ruhig zu bleiben, man kann es uns anmerken. Allerdings muss man in vielen Fällen dann schon sehr genau hinschauen. Manchmal geht es auch nur über eine Videoaufnahme in groß oder in hoher Auflösung und mit Zeitlupe. Denn das kann sein, dass es nur so ein ganz kurzes Zucken der Augen und des Mundes ist. Und schon ist es wieder vorbei. Also wir reden hier buchstäblich vom Zehntel, wenn nicht gar Hundertstel Sekundenbereich. Und von wenigen Millimetern, wenn überhaupt ein Millimeter, Unterschied, was da so sich bewegt. Aber trotzdem, wir können es nicht ganz unterdrücken. Es zeigt, dass Wut etwas in der Natur der Menschen sehr, sehr Wichtiges ist. Denn diese sieben Facial Expressions, die weltweit gleich sind, oder Micro Expressions, die sind so die sieben wichtigsten Emotionen, die wir haben und die für unser soziales Zusammenleben auch die wichtigsten überhaupt sind. Alle anderen sind denen mehr oder weniger zugeordnet, eine Mixtur aus denen, eine Abschwächung davon, eine kleinere Form davon, was auch immer. Aber diese sieben sind halt besonders wichtig. Also Wut hat schon eine große Bedeutung in unserem Leben. Jetzt geht natürlich jeder anders damit um, das werden wir uns auch gleich anschauen, aber bevor wir das tun, schauen wir auch mal kurz rein. Warum werden wir denn eigentlich wütend? Und fast immer steckt da dahinter eine Enttäuschung. Und ich habe es bewusst so ausgesprochen und nicht Enttäuschung gesagt. Eine Enttäuschung. Ein oder andere kennt es auch. Eine Enttäuschung ist ja nichts anderes, als dass wir uns getäuscht haben in unseren Erwartungen. Daher kommt ja auch das Wort letztendlich, dieser Wortstamm. Das heißt, wir haben Erwartungen an eine Person, an eine Situation, vielleicht auch an einen Gegenstand oder an eine Zeit. Und wenn diese Erwartung nicht eintrifft, dann kann daraus Wut entstehen. Wir sind also im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht. Wenn also jemand zum Beispiel aus Ungeduld wütend wird, und vielleicht kennst du sie jemand, ich zumindest kenne jemand da sehr genau. Ja, wenn jemand aus Ungeduld wütend wird, dann deswegen, weil er gehofft oder geglaubt hat, also Hoffnung ist ja auch wieder nur eine sowas vorgetäuscht, ich glaube es eigentlich, dass es schneller geht. Und wenn es dann doch nicht so schnell geht, dann wird man ganz schnell wütend. Ob das jetzt der Stau ist, in dem man steht, in dem man feststeckt, wo man wütend ist, dass man auch, ja, Wut hat dann auch mit Ohnmacht zu tun. Ja, ich erwarte eigentlich, dass ich was tun kann, aber ich kann nichts tun, weil ich so, ja, Gabi schreibt schon, ich auch, genau. Ich glaube, da könnten noch einige ich auch schreiben, weil Ungeduld ist was, was sehr, sehr viele Menschen haben. Nicht alle natürlich, aber sehr, sehr viele. Und genauso diese Wut, wenn wir ohnmächtig sind und nicht handlungsfähig sind, wie zum Beispiel in einem Stau, ja, wir können weder nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten oder nach oben aus, nach unten auch nicht. Also sind wir quasi in unserer Handlungsfähigkeit, sprich in unserer Macht eingeschränkt, was wiederum dazu führt, dass wir eben enttäuscht darüber sind, dass wir eigentlich lieber handeln wollen würden, ne? Und daraus entsteht Wut. Wut entsteht halt auch dann, wenn jemand anderer etwas anderes tut, anders reagiert oder anders handelt oder was anderes sagt, als wir erwarten und so weiter. Oder wenn eine Maschine nicht so funktioniert. Ja, wer kennt es nicht, wenn mal der Computer, genau, ich glaube, den Rest brauche ich gar nicht sagen, kennt ihr alle in irgendeiner Form. Und vor allem die, die so arm dran sind und mit Windows arbeiten müssen. Muss so die kleine Spitze muss jetzt sein. Kann sein, dass das auch wieder jemand wütend gemacht hat. Nur so am Rande. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, das kennt vielleicht auch der ein oder andere oder die ein oder andere.
Menschen, die uns generell wütend machen. So nach dem Motto, sehe ich schon. Ja, und in dem Moment kommt so eine gewisse Wut hoch. Bei mir ist es so ein gewisser blonder, langhaariger Politiker bei den Grünen. Aber es gibt auch andere, teilweise jetzt nicht mehr ganz so aktive Politiker. Die meisten von derselben Partei, aber nicht alle. Da kommt bei mir sofort so eine gewisse Wut hoch. Warum? Weil diese Menschen sich schon öfters so verhalten haben oder etwas so gesagt haben, etc., was nicht unseren Erwartungen entsprochen hat. Und dann staut sich das auf, sammelt sich an und wir kreieren dann, so sagt man das jetzt psychologisch, einen Trigger. Das heißt, diese Person ist dann schon ein Trigger. Das kann genauso ein bestimmtes Verhalten sein. Ja, das kann, was weiß ich, wenn dich zum Beispiel Rauchen stört, wie mich zum Beispiel auch, wenn dann jemand zur Zigarette greift, kann das schon der Trigger sein, dass in dir so eine gewisse Wut hochkommt oder was immer es halt ist. Das kann auch ein ganz anderes Verhalten sein. Also so bestimmte Verhalten, bestimmte Wörter, bestimmte Personen, bestimmte Gegenstände und, können automatisch aufgrund deiner Erfahrungen, weil du da schon Trigger, könnte auch sagen, Anker angesammelt hast, wobei man Anker dann eher im positiven Sinne verwendet, deswegen eher Trigger, die können bei dir sofort so eine Wut auslösen, weil du das früher schon gelernt hast. Ja? Also das sind so die Ursachen, warum wir ja überhaupt Wut spüren. Jetzt gibt es natürlich Menschen, denen sieht man das an, ja, so die Choleriker, die Jähzornigen, die rumbrüllen, die womöglich richtig sichtbar und hörbar wütend werden. Und es gibt andere, denen sieht man es kaum an. Da muss man eben, wie vorhin beschrieben, schon ziemlich genau hinschauen und wirklich so ins Detail, ob man nicht eine Kleinigkeit doch spürt. Oder vielleicht merkt man es auch daran, dass sich die plötzlich stiller verhalten, zurückziehen, den Blickkontakt meiden, vielleicht sogar weggehen, davonlaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht unbedingt laufen schnell, sondern weggehen eben. Oder ähnliches. Woran liegt es jetzt, wie wer sich verhält? Nun, da gibt es natürlich ganz viele Gründe. Einer ist so die Persönlichkeit. Also es gibt aus der Persönlichkeit, aus den Persönlichkeitsmodellen heraus unterschiedliche Typen, Menschen mit verschiedenem Charakter, Persönlichkeitseigenschaften. Und je nachdem, wie du da geprägt bzw. geboren bist, ja, weil das ist eine Mischung aus genetischer Disposition und frühkindlicher Prägung, ja, beides ist sehr früh abgeschlossen, so meistens spätestens, oder Genetik ist sowieso mit der Geburt schon mitgegeben und die frühkindliche Prägung ist so mit circa 3 Jahren abgeschlossen. Das heißt, diese Charaktereigenschaften hast du und die wirst du auch dein ganzes Leben zu 99% behalten. Ja, da muss was Großes passieren, dass sich da mal wirklich was ändert und wenn dann im ganz, ganz kleinen Bereich. Das heißt, da gibt es einfach Menschen, die schneller wütend und dann auch extrovertiert, hängt dann damit zusammen, laut werden, wütend werden. Und andere, die ziehen sich eben dann in sich zurück, eher introvertiert, machen das mit sich selbst aus, mit der Gefahr, dass sie das natürlich unterdrücken, dass sie das in sich hineinfressen im wahrsten Sinne des Wortes, was natürlich dann auch bei ihnen selbst Schäden hinterlassen wird. Ganz logisch. Vor allem, wenn das häufig passiert. Ja, mit ein paar Mal kann man da umgehen, aber wenn das sehr häufig passiert, kannst du dir vorstellen, dass das keine schöne Geschichte ist für deine Psyche. Logisch. Was man auch nicht ganz vergessen darf, es gibt natürlich auch Menschen, die sowieso schon irgendeine, ich nenne es jetzt ganz allgemein mal, Störung haben. Das kann also Sucht sein, das kann eine psychische Störung sein oder eine Krankheit sein. Also zum Beispiel Depressionen oder Narzissmus, Borderline oder andere Dinge, die es eben da so gibt oder auch diverse geistige Behinderungen im klassischen Sinne. Denn das sind Menschen, die dann, je nachdem liegt es ja in der Krankheit, also gerade Borderliner können ja sehr aggressiv dann werden. Narzissten manchmal auch, die können zumindest sehr laut werden, ja? Siehe Trampeltier oder ähnliche. Und es kann aber auch in der Krankheit eher drin liegen, dass sie weniger gut mit solchen Emotionen umgehen können. Also man weiß es bei einigen geistigen Behinderungen, dass ja, dass es eben dazu führt, dass sie ihre Emotionen nicht so leicht kontrollieren können, wie wir das normalerweise gelernt haben als Erwachsene, dass sie sich eben eher wie Kinder da verhalten und die Emotionen rauslassen. Ja, und dann natürlich auch entsprechend deutlich
sicht- und hörbar reagieren. Also es gibt da schon Unterschiede, aber letztendlich geht es uns jetzt nicht so sehr darum, wie man sich nach außen verhält, sondern wie es uns innerlich selbst geht. Und wütend wird eben jeder. Nur die Reaktion nach außen ist unterschiedlich. Und es gibt dann drei typische Reaktionen, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Manche fressen es in sich hinein, manche laufen davon. Da ist es dann die Frage, wie reagieren sie danach? Ja, also gehen sie zum Beispiel raus, irgendwo anders hin und lassen dort die Wut aus sich raus oder fressen sie dort weiterhin in sich rein? Und das Dritte ist dann eben das Wut rauslassen. Und diese Leute werden entweder sehr laut zu ihrem Gegenüber, brüllen an, also so klassischer Streit, brüllen den anderen total an. Manche brüllen generell rum, also nicht die eine Person, sondern einfach so wild im Raum rum. Andere fangen an, im sprichwörtlichen Sinne das Porzellan durch die Gegend zu werfen, ja, oder den Autospiegel an parkenden Autos abtreten oder irgend sowas. Also diese Aggressionen gegen irgendwelche Gegenstände. Und im noch schlimmeren Fall dann die Aggressionen gegen andere, also zuschlagen oder ähnliches, oder gegen sich selbst. Also was weiß ich, mit dem Kopf gegen die Wand stoßen oder sich aufritzen oder sonst irgendwelche Dinge, die ja auch alle nicht so wirklich gut sind. Also das ist dann schon fast egal, ob man gegenüber andere aggressiv oder gegen sich selbst wird. Es ist beides keine gute Idee, weil Gewalt natürlich da nie eine Lösung ist. Die Frage ist, was kann man jetzt tun? Und wenn man so ein bisschen schaut, was auch andere empfehlen oder was so gerne empfohlen wird, dann gibt es gerne so, ja, man sollte das Gespräch suchen etc. Pff. Hast du es schon mal versucht? Mit jemandem, der so richtig sauer ist, der so richtig wütend ist, der gerade laut ist oder womöglich dagegen schlägt, gegen irgendwas, hoffentlich nicht gegen dich, ja, oder sonst irgendwie gerade so richtig ausrastet, mit dem das Gespräch zu suchen? Du hast in diesem Moment mit dieser Person natürlich keinen Rapport. Also wer den Begriff Rapport nicht kennt, denn in der deutschen Sprache ist der nicht gängig. Im Englischen kennt den jeder. Im Deutschen ist der Rapport was anderes und der Rapport auch. Also Rapport ist entweder bei der Bundeswehr oder Rapport ist im Design, wenn sich ein Muster wiederholt oder ein Designelement wiederholt. Aber das ist beides hier nicht gemeint, sondern dann Rapport, wie er im Englischen verwendet wird, bedeutet, dass zwei Menschen sich in einer Harmonie oder in einer harmonischen Situation angleichen. Das heißt, zwei Menschen, die Übereinstimmung haben, inhaltlich, emotional, wie auch immer, die verhalten sich ähnlich, die sprechen ähnlich schnell und laut, die atmen ähnlich, die bewegen sich ähnlich, die zeigen Ähnlichkeiten in der Körpersprache und auch im Verhalten. Man kennt es vom Tisch, wenn du mit jemandem am Tisch sitzt, mit dem du dich gut verstehst, der greift zum Glas, du greifst zum Glas. Der lehnt sich zurück, du lehnst dich zurück. Der lehnt sich wieder vor, du lehnst dich vor. Der überschlägt die Beine, du überschlägst die Beine. Also so deutliche Sachen, aber eben auch Atmung und, alle möglichen Dinge. Wenn jetzt jemand total wütend ist und du gehst jetzt hin, und das kannst du bei Kindern genauso wie bei Erwachsenen probieren, und du gehst jetzt hin und sagst, jetzt komm doch erstmal runter. Dann habt ihr keinen Rapport, weil er ist auf 180 und richtig sauer und du versuchst auf ruhig zu machen. Das trifft sich nicht. Ja? Das heißt, da müsste man erstmal in den Rapport gehen und das kannst du an der Stelle weitgehend vergessen, weil es bringt natürlich nichts, wenn du, ja, er ist da oben, wenn du jetzt auch da auf 180 gehst und ihr euch da oben erstmal so richtig begegnet, weil dann bist du auch nicht mehr sachlich. Ja? Also müsstest du ihn erst runterholen. Wenn du ihn allerdings runtergeholt hast, ist es ja eh schon vorbei mit der Wut, also dann bringt das jetzt auch nichts mehr. Also von daher ist es theoretisch gut gemeint, in der Praxis nicht so ganz funktionierend und wenn dann hilfreich, um vielleicht mit einer Person generell mal drüber zu reden, aber in der Situation wird das nichts bringen, wird dir nichts bringen, wenn du wütend bist, aber wird dir auch nichts bringen, wenn du versuchst, mit jemand anderen zu reden. Also Gespräch suchen, wie es oft heißt in diversen Ratgebern etc., das kann man weitgehend in der Situation vergessen. Eine andere Geschichte, die drin steht, ist Sport machen, sich körperlich abreagieren. Ja, klar, wer dagegen stößt, also wer jetzt, was weiß ich, so ein Autospiegel abtritt, der haut natürlich besser auf den Fußball oder gegen den Boxsack, okay? Die Frage ist, hat er die Möglichkeit in der Situation? Ja, klar, wenn jetzt, ich sag mal, ein Fußballer wütend wird,
dann kann man, der steht schon auf dem Sportplatz oder in der Trainingshalle, dann kann er da natürlich schnell irgendwas machen. Aber wenn wir im Büro wütend werden, dann haben wir meistens relativ selten einen Ball da, den wir durch die Gegend schießen können oder einen Punching-Ball, wobei ich das schon das ein oder andere Mal im Büro gesehen habe, aber eher selten. Ja, also es nützt nichts, wenn das dann in der Situation nicht möglich ist. Grundsätzlich würde das natürlich helfen, wobei da auch so ein bisschen die Frage ist. Ich meine, warum schlägt jemand, wenn er wütend ist, den Autospiegel ab oder schmeißt das Porzellan durch die Gegend? Oder warum wird überhaupt jemand laut? Weil da innerlich so ein Gefühl da ist, wenn ich jetzt irgendwo die Kraft rauslasse, sei es durch meine Stimme oder durch meinen Körper, dann reagiere ich mich damit ab. Die meisten werden jetzt ja sagen, ja, stimmt. Aber denk mal nach, ob das wirklich so ist. Denn was passiert denn, wenn du das in dieser Situation machst? Und zwar ganz egal, ob es jetzt der Autospiegel ist, den du hoffentlich nicht machst. Bei mir hat es einmal jemand gemacht, der Schaden waren 700 noch was Euro, was keine Versicherung bezahlt, weil es Vandalismus ist. Ja, und meine Selbstbeteiligung bei der Vollkasko, die hätte es bezahlt, bei 1000 Euro lag. Also 700 Euro habe ich dafür blechen müssen, dass irgend so ein Vollidiot wütend war, aus welchem Grund auch immer. Also, wenn du das jetzt machst, egal ob du den Autospiegel abtrittst oder ob du gegen einen Punching Ball, so einen Boxsack trittst, was bringt das tatsächlich? Und was tatsächlich passiert, und vielleicht, wenn du dich jetzt erinnerst an Situationen, egal ob das das letzte Mal als Kind war oder vor kurzem war, wenn du wütend bist und du tust irgendetwas Lautes, Aggressives oder auch es in dich hineinfressen, vollkommen egal was, dann ist es damit nicht wirklich vorbei. Ja, es ist nur so ein Aufschieben. Also du glaubst nur, dass du dich dadurch abreagieren kannst, aber danach arbeitet es doch erst recht in dir. Ja, und wenn du das kennst, dann schick mir doch mal ein Like, ja, falls du solche Situationen kennst. Weil dann regt man sich noch Stunden, manchmal sogar tagelang drüber auf, was man noch anders hätte machen können, wie man noch wütender oder noch deutlicher hätte werden können. Oder aber man regt sich darüber auf, dass man wütend oder dass man gewollt ist, also sprich die Reue. Beides ist etwas, was uns ja noch mehr ärgert. Also brauchen wir andere Methoden, die uns besser helfen, mit Wut umzugehen. Und da habe ich ein paar Methoden mal gesammelt, die ich hier mal ansprechen möchte. Und ich wundere mich jetzt nur gerade, dass kein einziger Daumen gekommen ist. Vielleicht kennt ihr das gar nicht. Also mir ist es immer früher so gegangen, als ich noch keine Methoden kannte. Ich bin früher schnell mal in bestimmten Situationen cholerisch geworden. Oder jetzt war nicht geworden. Nämlich dann, ich hatte früher immer Hunde. Leider hat zurzeit in meinem Leben kein Hund Platz, obwohl ich so gerne wieder einen hätte. Aber ich hatte früher so eine Phase, wenn jemand was gegen meinen Hund gesagt hat, dann bin ich laut geworden. Ne? Ich habe damals am Schliersee gewohnt, in der Urlaubsregion, und da gab es immer mal wieder Urlauber, die gemeint haben, sie müssen mir vorschreiben, dass ich meinen Hund an die Leine zu nehmen habe, was ich mir nicht bieten lassen habe. Ja? Und da bin ich ziemlich schnell laut geworden. Und was war die Folge? Also ich dachte erstmal, ich gehe als Sieger vom Platz, weil ich bin lauter und deutlicher geworden als der andere, immer. Aber hinterher habe ich mich natürlich geärgert, jetzt kommen die Damen, super, freut mich. Hinterher habe ich mich natürlich geärgert, was ich anders hätte machen können. Also je nach Situation entweder noch deutlicheres sagen können oder noch aggressiveres machen. Ich habe nie zugeschlagen, um Gottes Willen, ja. Also das würde ich dann noch doch nie tun. Aber zumindest verbal bin ich ziemlich aggressiv geworden. Oder eben, dass ich es hinterher bereut habe, dass ich zu weit gegangen bin oder ähnliches, ja. Also, eine wirkliche Lösung ist das auf keinen Fall, um sich abzureagieren. Was braucht man stattdessen? Ja, ich habe mal drei Sachen mitgebracht, die alle relativ einfach sind und zumindest zwei davon kann man sehr gut in der Situation verwenden. Und das erste ist eine ganz einfache körperliche Sache, die ähnlich hilft wie das Zuschlagen oder das Umeinanderhauen von Porzellan oder sonst irgendwas. Das ist nämlich die sogenannte progressive Muskelentspannung. Die hat, glaube ich, ein gewisser Jakob erfunden. Jakobsche progressive Muskelentspannung heißt sie nämlich auch. Ich bin da kein Experte drin, aber ich habe sie selbst schon das ein oder andere Mal angewendet. Die ist nämlich ziemlich simpel.
Und da musst du nichts anderes machen. Und das kannst du jetzt einfach auch mal ausprobieren, weil das schadet auch jetzt nichts, einfach so zum Ausprobieren. Nämlich mal so für 5 bis 10 Sekunden alle Muskeln, die du anspannen kannst, inklusive Gesicht und Gesäß und Fäuste und Schenkel und Beine und alles, was du anspannen kannst, mal 5 bis 10 Sekunden so richtig fest anspannen. So fest du nur irgendwie kannst und die Stirn und der Kiefer und alles anspannen. Die Zunge, alles, was du anspannen kannst. 5 bis 10 Sekunden lang. Und danach plötzlich alles gleichmäßig loslassen. Und was dann eintritt, ist, dass die gerade noch angespannten Muskeln jetzt genau das Gegenteil machen, sie sind total entspannt. Und das hilft auch in Situationen, in denen du wütend bist, denn in wütenden Situationen sind wir nämlich tatsächlich auch angespannt. Ja? Das hat was Natürliches, was da dahinter steckt. Das sind wir in vielen Stresssituationen, übrigens zum Beispiel auch beim Lampenfieber. Oder bei verschiedenen Unsicherheitssituationen oder Angstsituationen. Wir spannen uns automatisch an. Warum? Weil bei Gefahr ein angespannter Körper, je nachdem welche Stellen es sind, Angriffe, jetzt im banalsten Sinn der Biss eines wilden Tieres, aber auch ein Schlag oder was auch immer, auch ein auf uns fallender, stürzender Gegenstand, ob das jetzt ein von einem Feind geworfener Speer ist oder ein herunterfallendes Teil, wenn etwas herunterfällt, dann spannst du dich sofort an, weil wir intuitiv reagieren, denn der Schlag, wenn jetzt da so ein Gegenstand auf dich drauf fällt, das tut weniger weh und verursacht weniger Schaden, wenn die Muskulatur angespannt ist. Auch beim Biss. Ja, das Tier kann erstens nicht so gut zubeißen, wenn es hart ist, wie wenn es weich ist. Zweitens verursacht es einfach weniger Schaden, weil die Muskeln einfach oder weil diese Fasern anders reagieren. Und es tut dir, und das ist natürlich ganz entscheidend, weniger weh. Das heißt, das alles spielt da eine Rolle. Und dieses Anspannen und dann wieder Loslassen entspannt dich auch in so einer Situation und ist eine gute Alternative für diese körperlichen Reaktionen, zumal es dann niemandem wehtut, weder dir selber noch anderen. Ja? Das zweite ist eher eine langfristige Geschichte. Das ist eine Meditation oder eine Mischung aus Meditation und Imagination. Und das, ja, ich sag mal ganz, ganz grob von der Richtung geht es darum, dass du dir in der Meditation solche Situationen vorstellst, die aber gleichzeitig visualisierst, wie du dort gelassen und ruhig bleibst. Wie du also zum Beispiel die Wut, du kannst ja bei einer Meditation oder bei einer Imagination, Visualisierung immer sehr gut mit Metaphern arbeiten, wie du also zum Beispiel die Wut wie eine Rauchwolke aus dir absteigen siehst und sie tut dann nicht mehr weh, also du spürst die Wut nicht mehr oder ähnliches. Ja, was da für dich das Angenehmste ist, probier es aus, wenn du Erfahrung mit Meditation hast, kennst du solche Sachen, also vor allem wenn du Erfahrung mit geführten Meditationen hast, wirst du solche Sachen kennen. Und dann kannst du damit sehr, sehr gut arbeiten und dich darauf vorbereiten. Denn es ist nachgewiesen, mittlerweile gibt es da sogar eine ganze Menge Untersuchungen darüber, weil ja seit ungefähr, ja, 15 bis 20 Jahren die Anteil der Menschen, die meditieren, rapide gestiegen ist. Angeblich mittlerweile jeder Vierte in Deutschland. Ja, um die Jahrtausendwende waren es noch 1-2%, mittlerweile sind es 25% angeblich. Das heißt, das interessiert natürlich dann die Forschung auch umso mehr. Und man hat mittlerweile herausgefunden in mehreren Studien, wie hilfreich Meditation eben ist, um zum Beispiel negative Emotionen, auch eben die Wut, leichter zu ertragen, leichter zu überstehen oder sogar sie weniger stark zu spüren. Und gerade bei der Wut, bei Ärger, bei Zorn eben, ja, gelassener zu bleiben, ruhiger zu bleiben. Und deswegen hilft das natürlich auch sehr, sehr stark. Eine dritte Technik, und das ist meine Lieblingstechnik, die ich übrigens auch schon sehr, sehr lange anwende, wenn es um so Hundesituationen geht, wie gerade vorhin beschrieben, ja, wo ich also ja, es einfach nicht mehr wollte, dass ich da so ausraste. Und ich habe dann eben diese Technik kennengelernt und sie dann auch sofort angefangen zu lernen und einzusetzen. Und diese Technik ist das Dissoziieren.
Der ein oder andere kennt das vielleicht schon, weil ich die immer ganz gerne erzähle, weil die wirklich sehr, sehr wirkungsvoll ist. Und das Dissoziieren funktioniert im Prinzip so, dass du dich von außen wahrnimmst. Und du kannst es jetzt gleich mal versuchen für dich selbst, wenn du willst und jetzt live mitmachen willst, dann schließ mal die Augen und nimm dich mal wahr in dir selbst drin. Also du bist du selbst, du bist in dir, in deinem Körper drin und bist komplett mit dir assoziiert. Das Gegenteil von dissoziieren ist assoziieren. Und wir probieren erstmal das Assoziieren. Und am leichtesten tust du es dir, wenn du es mit geschlossenen Augen machst. Das heißt, assoziiere dich mit geschlossenen Augen und nimm dich wahr, wie wenn du eben in dir selbst bist. Und wenn wir Emotionen spüren, sind wir immer assoziiert. Das heißt, du kannst dir jetzt vorstellen, jetzt nimm vielleicht nicht gleich eine große Wut, aber vielleicht so einen kleinen Ärger oder irgendwas nicht allzu Schlimmes und stell dir jetzt mal vor, du bist in so einer Situation, in der du dich ärgerst, vielleicht einen Stau oder sowas, aber noch nicht richtig wütend bist. Und stell dir das jetzt mal vor und achte mal drauf, wie du das spürst. So, und das Gegenteil von assoziieren ist dissoziieren und es gibt nur die beiden Zustände. Jetzt stell dir mal vor, du bist zwar körperlich genauso wie jetzt, aber du betrachtest dich von außen. Und es ist vollkommen egal, aus welcher Richtung, ob von vorne, hinten, oben, unten und wo auch immer. Oder vielleicht sogar wie in einem Video oder wie im Fernseher oder wie auf einem Selfie-Video oder sowas. Ja? Also du bist nicht mehr in dir drin, sondern du schaust dir selbst zu. Und wenn du das jetzt schaffst, und aus Erfahrung weiß ich, die Menschen brauchen zwischen 1 und 10 Sekunden diesen Wechsel zu vollziehen, da ist jeder anders, ja. Sobald du es geschafft hast und dich von außen wahrnehmen kannst, dann achte mal drauf, ob du jetzt noch die Emotion, die du dir vorhin hergeholt hast, ob du die jetzt noch spüren kannst. Und du wirst merken, das geht nicht mehr. Das widerspricht auch jeglicher Logik, auch der Logik deines Unterbewusstseins. Wenn du nicht in dir drin bist, kannst du es auch nicht spüren. Und das ist schon der ganze Trick. Du kannst die Augen jetzt gerne wieder öffnen. Und das kann man üben, weil jetzt so, ich sag mal, auf dem Sofa oder wo immer du liegst, ist es relativ einfach. Vor allem mit geschlossenen Augen ist es relativ einfach, sich das vorzustellen, denn wir alle nutzen beide Zustände. Assoziiert in uns drin oder dissoziiert. Im Bayerischen sagt man, ich stehe gerade neben mir. Also, wie wenn man sich von außen betrachtet. Ja? Und beides verwendest du. Beides verwendest du zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, wenn du dir etwas in der Zukunft vorstellst. Aber auch im Hier und Jetzt, wie du es jetzt gerade bei der Übung gemacht hast, wenn du sie mitgemacht hast, oder auch beim Träumen. Ja, und jeder von uns verwendet beide Zustände, sowohl assoziiert wie dissoziiert. Natürlich haben manche unterschiedliche Vorlieben, das heißt, manche verwenden vielleicht 90% assoziiert oder 90% dissoziiert. Ja. Wir können aber eben auch wechseln. Und wie du gerade gesehen hast, wir können es auch bewusst und natürlich in beide Richtungen. Wir haben es jetzt nur in eine geübt. Und wenn du das verwenden willst, dann empfehle ich dir, übe das. Übe das zunächst mit geschlossenen Augen und zwar so lange, bis es zack sofort geht. Also nicht 1 bis 10 Sekunden, sondern Viertelsekunde, Zehntelsekunde, was auch immer. Also möglichst schnell. Und wenn es da gut klappt, ist der zweite Schritt, es mit geöffneten Augen zu üben. Mit geöffneten Augen ist es schwieriger, weil wir ja hier auch damit arbeiten, dass wir uns von außen zusehen. Und viele Menschen tun sich hart, wenn sie jetzt, ich sage es mal, beim Fenster rausschauen oder die Zeitung lesen oder aufs Smartphone schauen und dabei gleichzeitig dieses Dissoziieren üben, weil die Augen außen jetzt mit was anderem beschäftigt sind als innen. Natürlich geht es, aber wir tun uns hart, uns darauf zu konzentrieren am Anfang. Manche fallen es auch total leicht. Auch wenn es in der zweiten Stufe dann zack, sofort geht, dann kommt die dritte Stufe. Und die dritte Stufe ist, dass du es übst, während du mit anderen im Gespräch bist. Das kann jemand ganz Normales sein. Dein Partner, deine Partnerin, deine Kinder, dein Kollege, dein Chef, wer auch immer, dein Kunde. Also mit irgendjemand bist du ganz normal im Gespräch. Und jetzt fängst du an, das nebenbei zu üben. Und zwar möglichst ohne, dass es der andere mitbekommt. Denn darum geht's. Und wenn du das auch dann kannst, und du wirst merken, es ist wesentlich schwieriger, dich auf zwei Dinge zu konzentrieren, aber es geht. Aber wenn du es dann kannst, wenn du auch mit anderen in Interaktion bist, dann kannst du es immer dann nehmen,
wenn du Emotionen spürst, die dich bei irgendetwas negativ beeinflussen. Das muss nicht nur Wut sein. Ja, ich habe es jetzt für Wut erzählt. Das kann aber genauso gut, und da verwende ich es auch sehr stark, Lampenfieber sein. Das kann Schüchternheit beim Flirten sein. Das kann ja jegliche Dinge, wo du gegen irgendeine Lampenfieber, Unsicherheit, Wut, Ärger, Streit, was weiß ich was, wo du gegen negative Emotionen, Streit ist ja meistens auch, dass wir wütend sind, wo du gegen negative Emotionen ankämpfst. Ankämpfen ist aber nicht sinnvoll, ja, weil Druck erzeugt Gegendruck. Also wenn du dagegen kämpfst, drückt es gegen dich, bringt dir nichts. Unterdrücken bringt auch nichts, weil auch das erzeugt Gegendruck, es will wieder hoch. Wenn du dich aber dissoziierst, ist es zwar da, aber du spürst es nicht mehr. Und das ist der entscheidende Unterschied, warum Dissoziieren so gut funktioniert. Kleiner Tipp am Rande, Dissoziieren funktioniert so stark, dass wir es im NLP, neurolinguistisches Programmieren, muss ich jetzt nicht groß erklären, was es ist, für die, die es nicht kennen, viele werden es eh kennen, dass wir im NLP es sogar verwenden, um jemand von einer echten Phobie zu heilen. Und ich habe das selbst schon gemacht mit Klienten. Das funktioniert super easy. Ja, das kann innerhalb von 20 Minuten gelöst sein, das Thema. Dankeschön, Monika. Oh, haben wir es lange nicht mehr gehört. Schön, dich mal wieder zu sehen. Und deswegen das Dissoziieren, eine ganz, ganz starke Technik, die wie gesagt sogar bei Phobien hilft, wobei sie bei Phobien in mehreren Stufen gemacht wird. Na, das heißt, da dissoziiert man sich nicht einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, weil echte Phobien oft so stark sind, dass einmal noch gar nicht reicht. Aber dann funktioniert es sogar mit Phobien. Also deswegen nochmal ganz kurz die drei Sachen. Das eine ist die progressive Muskelentspannung, das andere ist Meditieren und ich kann jedem empfehlen, jeden Tag zu meditieren. Ich mache es jetzt seit etwas über einem Jahr. Ich ärgere mich heute, dass ich so spät angefangen habe, aber ich mache es jeden Tag. Ich habe so eine App, die heißt Insight Timer, kann ich jedem empfehlen, ist kostenlos. Da kann man sich Timer einstellen, da kann man wunderbar viele Meditationen anhören, geführte Meditationen anhören, sind tolle Sachen dabei, die allermeisten auch kostenlos, es gibt auch kostenpflichtige. Und dort kann man übrigens sich dann auch connecten, also sollte jemand diese kostenlose App Insight Timer runterladen, ihr findet mich da drauf, könnt euch gerne auch mit mir connecten. Und ja, und so kannst du dann, und da wird eben auch getrackt, also das habe ich zumindest so eingestellt, das kann man auch ausschalten. Und ich weiß, dass ich jetzt, ich habe die App nicht von Anfang an verwendet, aber mit dieser App habe ich jetzt 309 Tage, glaube ich, oder sogar mehr, ja, am Stück. Und davor hatte ich eine andere App, die mir aber dann nicht mehr so gut gefallen hat. Also ich meditiere jetzt etwas über ein Jahr, jeden Tag ohne Unterbrechung. Und es tut so, so gut aus verschiedensten Aspekten. Und einer ist eben, dass es dir helfen kann, wenn du zum Beispiel wütend, ärgerlich, zornig wirst, dass du es damit ja in den Griff kriegen kannst beziehungsweise loswerden kannst. Und das Dritte war eben das Dissoziieren, wie gerade beschrieben. Jetzt habe ich gerade ein Krokodil im Auge. Das muss kurz raus. So, sorry. So, jetzt schreibt die Turiya was. Wie kann man denn in kleinen Schritten das von außen betrachten üben? Bei mir hat es gerade gar nicht geklappt. Okay. Also grundsätzlich klappt es bei jedem, das ist meine Erfahrung, ich verwende es seit fast 20 Jahren und was ich dir einfach empfehlen kann, mach das vielleicht einfach nochmal in aller Ruhe, leg dich hin oder setz dich hin, schließ die Augen und probier es so lange, bis du es wahrnehmen kannst. Mach's nicht verkrampft, sondern lass es einfach locker gehen. Wenn es nicht beim ersten Mal klappt, dann danke, jetzt kriege ich eine ganze Menge Daumen hoch und Herzchen. Danke, das ist ganz, ganz toll. Übrigens, was mir auch ganz stark hilft, wenn jemand will, ihr könnt es gerne auch teilen auf eure Profile oder sowas, damit das Ganze sich noch ein bisschen rumspricht und noch ein paar mehr Teilnehmer bekommt. Denn das ist Sinn und Zweck der Sache und wenn wir nicht mehr werden, dann werde ich das irgendwann auch wieder einstellen. Das wäre natürlich sehr, sehr schade für mich und für euch. Nur das nur am Rande. Aber jetzt zurück zu Turiya als Antwort. Also nicht mit Gewalt versuchen, sondern einfach geschehen lassen, schauen, dass es kommt, es wird kommen. Gib dir ein bisschen Zeit, probier es immer wieder und du wirst sehen, plötzlich klappt es dann besser. Und vielleicht hast du nicht so klare Bilder innerlich, das kann ja durchaus vorkommen. Ja, du nimmst dich in deinem Körper wahr, in der ersten Version und dann von außen wahr. Und wenn es mit Bildern nicht so gut geht, also wenn du dich nicht so gut sehen kannst, dann versuch es eher mit Gefühl, dass du dich von außen wahrnimmst. Oder, auch das habe ich schon gehört, funktioniert. Bei mir selber funktioniert jetzt das Letztere nicht, nämlich, dass du es an deiner Stimme hörst. Denn
Unsere Stimme hört sich ja innen drin anders an als von außen. Und für manche, für sehr auditive Menschen ist das sogar hilfreich, dass man so das Gefühl hat, wenn man sich in der assoziierten in sich drin fühlt, dass man die Stimme so hört, wie man sie eben im Alltag auch hört, nämlich von innen drin. Und wenn man dann plötzlich es von außen hört mit einem großen Abstand, so wie wenn du vielleicht 2, 3 Meter sogar von dir entfernt bist, da hört sich's ja ganz anders an, dann ist es da die richtige Möglichkeit. Das heißt, jeder von uns hat ja verschiedene Vorlieben, wie er sich selbst wahrnimmt oder wie er überhaupt innerlich wahrnimmt. Das Visuelle ist zwar die große Mehrheit, angeblich 74% der Menschen, aber es gibt eben auch Menschen, die sind stärker gefühlsmäßig, das ist das Zweitstärkste, oder auditiv, und es gibt sogar Menschen, da spielen Gerüche und Geschmäcker noch eine große Rolle. Das ist allerdings sicherlich die Minderheit. Also es ist ganz egal, wie du es wahrnimmst, und es muss auch kein absolut klares Bild oder absolut klares Geräusch sein, aber so ein gewisses Gefühl haben wir alle dafür. Hättest du das nicht, könntest du dir zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie du von deiner Wohnung zum Bäcker oder zum Metzger oder zum Supermarkt findest, weil auch das funktioniert nur, weil wir innere Vorstellungen haben. Auch da wirst du vermutlich gewisse Bilder haben, und so wie du diese Bilder wahrnimmst, auch da, wenn sie dir nicht so klar sind, ist nicht das Entscheidende, aber du findest hin, und das tust du über innere Wahrnehmungen, eben Bilder, womöglich auch Geräusche und Gefühle. Und genau so kannst du dich selbst auch wahrnehmen. Also wir können es alle, ohne das würden wir nicht funktionieren, ohne das würden wir wahrscheinlich gar nicht existieren können auf dieser Welt und würden spätestens, wenn wir noch existieren, aber würden wir spätestens dann verrückt werden. Also wir brauchen das. Nur, ich kenne das, manche Leute tun sich etwas härter mit dem Zugang dazu, vielleicht weil sie es auch zu gewollt versuchen. Also ich kann es dir nochmal sagen, Turia, lass dir da richtig schön Zeit. Und probier es immer wieder und du wirst sehen, eines Tages klappt's. Und meistens geht es sogar relativ schnell. Einfach mit bisschen Ruhe und Geduld. Ja, und ansonsten habe ich hier noch ein Ja gelesen von Yvonne. Sehr schön, schön, dass du dabei bist. Und eine ganze Menge Daumen und Herzchen bekommen. Super, herzlichen Dank. Von meiner Seite war es das jetzt auch so, vielleicht noch ganz kurz. Ich hatte damals eben auch diese Technik kennengelernt in meiner NLP-Ausbildung. Witzigerweise habe ich die selbst schon angewendet und ich glaube, dass sie viele von euch auch selbst anwenden, ohne sie zu kennen, in bestimmten Situationen. Also ich weiß zum Beispiel, dass Menschen mit dramatischen Erlebnissen diese oft automatisch in diesen Situationen anwenden. Denn auch wenn das Erlebnis traumatisch erscheinen mag, Gott sei Dank empfindet es nicht jeder als dramatisch, sondern nur bestimmte Menschen kommen da mit einem echten Trauma raus und andere überstehen das sehr, sehr gut. Und auch wenn ich jetzt das nicht klinisch beweisen kann, ich bin der Überzeugung, dass die Menschen, die es gut überstehen, sich automatisch in diesen Situationen dissoziieren. Und ich glaube, das ist auch das, warum uns die Natur das mitgegeben hat. Ich meine, stell dir vor, du bist die Antilope, die gerade von einem Löwen gerissen wird. Was kannst du in diesem Moment tun, ja, um den Schmerz nicht zu stark zu ertragen? Ja, also dann, wenn es quasi schon fast zu spät ist. Das Tier lebt ja noch ein paar Sekunden oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Ja, Resilienz hat auch damit zu tun, genau. Ich denke mal, dass wir in diesem Moment uns von unseren Emotionen übrigens auch Schmerzen, ja, ich habe es selber schon mit Schmerzen versucht, geht, dissoziieren können. Also es ist eine ganz natürliche Geschichte, nur wir haben normalerweise nicht gelernt, sie auch bewusst einzusetzen. Und das kann ich jedem nur empfehlen und das werdet ihr in Videos immer wieder von mir hören, weil ich so viel gute Erfahrungen damit gemacht habe und zwar sowohl bei mir, eben auch bei dieser Hundegeschichte damals. Ich musste danach, als ich die Technik kennengelernt habe, nie wieder jemanden anbrüllen. Und auch heute, auch übrigens in Beziehungen, ich meine, in jeder Beziehung gibt es mal Streit, aber ich muss da nicht mehr laut werden oder irgendwie wütend werden, ja, sondern ich kann da gelassen bleiben. Und auch in anderen Situationen, also es hat sehr, sehr viele Vorteile, dieses Dissoziieren kennenzulernen. Und ich habe es in meinen Kursen auch deswegen immer wieder drin und kann es jedem nur empfehlen. Ich habe es auch schon in vielen Videos und Interviews und sonst was erzählt. Also ihr findet es in unterschiedlicher Art und Weise, weil ich erzähle es immer wieder auch mal anders. Findet ihr das in unterschiedlicher Art und Weise immer wieder auch in meinen Videos. Ja, vielleicht habt ihr noch irgendwelche Fragen und wenn nicht, wäre es das für heute von meiner Seite gewesen. Außer das, was ich am Anfang versprochen habe, was ich euch jetzt noch
zeigen und vorstellen will, denn ich habe was ganz, ganz Neues. Ja, das mit den Schmerzen habe ich wirklich schon in einer ganz heftigen Zahnbehandlung mal probiert. Ich habe was Neues entwickelt und das will ich euch noch ganz kurz zeigen. Ich poste das auch gleich mal den Link rein. Und worum geht's? Es geht um ein Produkt oder ein kostenloses Produkt, das heißt Blockadelöser. Geh dir aus dem Weg, be free. Und das ist das Titelbild dazu. Du findest unter dem Link, den ich dir gerade geschickt habe, ein Video, wo ich alles drin erkläre. Deswegen werde ich es hier jetzt auch relativ kurz fassen. Aber trotzdem, es ist was ganz, ganz Spannendes, das ich jedem empfehlen kann. Da geht es darum, um es ganz kurz zu machen, worum es da geht. Jeder von uns hat ja so seine täglichen Herausforderungen und Probleme. Und manche haben ja richtig große Probleme, was immer die sind. Eine schwere Entscheidung, einen Chef, der einen nervt und bosst, wie man heute sagt, also mobbt, einen Kollegen, der einen nervt und man müsste irgendwas tun, traut sich aber nicht, weil man Angst hat, dass es vielleicht noch mehr eskaliert oder ähnliche Dinge. Oder Probleme mit einem Partner, mit einer Anschaffung, mit was auch immer. Und ich kann jetzt nicht eine Lösung geben im Detail, was du dafür tust, zumindest nicht in diesem Bereich. Oh ja, da sage ich gleich noch was dazu, Monika, gerne. Sondern was ich dir mitgeben kann mit diesem Blockadelöser ist, wir wissen oft und du weißt in vielen Fällen, was das Richtige wäre zu tun, aber du tust es nicht. Und ich nehme mich da nicht aus. Es gibt so viele Dinge, wo ich genau weiß, was wäre das Richtige. Und wir tun es nicht. Nicht immer, natürlich tun wir auch vieles, aber so bestimmte Dinge tun wir nicht. Warum tun wir sie nicht? Weil wir sie unangenehm empfinden, weil wir Angst haben, dass es nicht gut ausgeht, weil wir Angst haben, uns zu blamieren, weil wir glauben, damit vielleicht noch mehr Probleme zu bekommen und. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Und wir alle haben diese Blockaden oder Hemmungen oder inneren Kritiker, innerer Schweinehund, all diese Dinge. Und mit diesem Blockadelöser, ich blende es nochmal ganz kurz ein, da geht es darum, dass ich dich durch einen Prozess führe, wie du so eine Blockade loswerden kannst. Und dieser Blockadelöser ist kostenlos, er steht online, den Link habe ich gerade gepostet. Du kannst den also dir jederzeit kostenlos holen. Er wird noch online stehen bis ungefähr Weihnachten. Das ist jetzt eine Aktion, die ich gerade mache. Und wenn du möchtest, verbreite es auch gerne, würde mich sehr freuen, damit da möglichst viele dabei sind, damit da möglichst viele davon profitieren. Soll eine große Nummer werden. Ich hoffe, dass wir da ein paar hundert Leute, mir wäre es lieber sogar ein paar tausend, aber das werden wir nicht ganz schaffen, ein paar hundert Leute dazu bekommen oder diese, die in den Vorteil kommen, diesen Blockadelöser kennenzulernen. Also, ich empfehle es dir. Lade es dir runter, wenn du möchtest. Und jetzt noch ganz kurz zu dem, was Monika geschrieben hat. G20-Gipfel. Was ist dir aufgefallen? Selbstsicherheit, Politiker. Ja, ich habe mir jetzt zu diesem G20-Gipfel, weil ich jetzt einfach gerade sehr viel gearbeitet habe und auch für den Blockadelöser, die ganzen Aktionen und alles, was da mit zusammenhängt, gemacht habe, habe ich mir nicht so viel angeschaut. Aber ich habe mir natürlich schon ein oder andere dieser Treffen, G8, G7, G20, wie immer sie alle heißen, immer wieder angeschaut. Oder generell, wenn Politiker aufeinandertreffen, ob das jetzt innerhalb Deutschlands ist, aber vor allem ist es natürlich spannend, wenn große Staatsmänner und Frauen aufeinandertreffen. Also ich sage jetzt mal Trump, Putin oder Merkel und Putin oder auch mit Obama oder mit Berlusconi oder mit Macron oder Sarkozy oder wer auch immer. Es gibt ja so viele, die da interessant sind, wie die reagieren. Und was da natürlich ist, ist, dass ein Politiker sich keine großen Fehler erlauben darf. Denn, und ich habe das ja auch schon oft gemacht, die Presse stürzt sich gerne auf irgendwelche Details. Was die dann machen ist, gerade wenn sie inhaltlich oft nicht allzu viel sagen können, weil, naja, ihr habt es ja mitgekriegt, es gibt wieder nur eine vage Erklärung und man weiß ja nicht, was das dann in der Realität bedeutet und was wird dann gemacht. Dann werden Meinungen eingeholt. Und da Meinungen auch irgendwann sich immer wieder wiederholen, weil die meisten Politiker dann ähnliche Meinungen haben, meistens abhängig von ihrer eigenen Partei, holen sie dann gerne Experten. Und da gibt es dann zwei Gruppenexperten, die sie holen. Das eine sind dann Politikwissenschaftler, Professor Weidemann oder so jemand, oder eben Körpersprache-Experten. Bin ich auch schon ein paar Mal gefragt worden, für Merkel, für Steinbrück, für Seehofer und so weiter.
um dann irgendwas rauszulesen. Und das wissen die Politiker natürlich. Ich meine, die sind ja nicht ganz blöd. Und die meisten Politiker sind sehr, sehr gut gecoacht. Und das siehst du dann auch genau. Also die erlauben sich keine Fehler. Und jetzt gibt es zwei, die ganz besonders rausfallen aus diesem Raster. Und die natürlich auch gerade dieses Mal wieder eine ganz besonders große Rolle gespielt haben. Und ich meine jetzt nicht die Merkel mit ihrer Raute, die immer auf dem Gruppenfoto, alle stehen richtig da, außer Frau Merkel. Alle haben dunkelblaue Anzüge an, außer Frau Merkel hat immer ein buntes Jackett an und sie immer diese Raute, während alle anderen schön gerade dastehen, so wie man es eigentlich macht. Nein, ich meine jetzt nicht die Merkel, ich meine Putin und Trump. Und die beiden sind extrem unterschiedlich. Nicht nur, weil sie unterschiedlich groß sind. Putin ist ziemlich klein mit 1,71 m und Trump ist sehr groß mit 1,90 m. Ich habe auch schon 1,92 m gelesen, also 1,90 bin ich auch. Vermutlich ist er sogar größer als ich. Dazu kommt noch das Toupet vielleicht nochmal mit 2, 3 cm. Putin hat da nicht so viel obendrauf. Also da gibt schon sehr starke Größenunterschiede und natürlich auch der Putin eher trainierte Figur, der Trump eher üppig gefüllt. Also nicht nur das, sondern vor allem von der Körpersprache. Und der Hintergrund ist der, dass Putin eine sehr, sehr gute Ausbildung bezüglich Körpersprache hat und in der Körpersprache oft ganz bewusst Aggressionsmerkmale zeigt und zwar auch zeigen will. Er hat immer dieses Thema, Russland würde gerne auch eine der führenden Nationen sein, weil es ja auch so groß ist und so weiter. Aber Amerika und China sind zum Beispiel wirtschaftlich mächtiger, haben mehr wirtschaftliche, finanzielle Kraft. Und trotzdem, und das ganze russische Einflussgebiet ist in den letzten Jahren ja immer wieder kleiner oder in den letzten Jahrzehnten kleiner geworden. Das zehrt natürlich auch am russischen Selbstverständnis. Und er zeigt dort oft ganz bewusst Aggression, indem er zum Beispiel so von unten nach oben schaut, den Oberkörper nach vorne beugt, wie so ein Tier, das gleich angreift. Ja? Und das macht er bewusst, das ist kein Zufall. Also Putin kennt sich super gut aus. Er war unter anderem ja KGB-Spion, da lernst du eine ganze Menge über Körpersprache. Und er ist danach sogar noch in die Schulung gegangen bei Alan Pease. Alan Pease ist der australische Körpersprache-Papst, bekannt durch das Buch warum mit seiner Frau zusammen, warum Männer nicht warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können. Er hat aber davor zwei Körpersprachebücher geschrieben, die ich auch beide gelesen habe und die auch beide sehr gut sind. Und bei ihm war eben Putin mal in der Ausbildung, schon länger her, hat sich coachen lassen. Das heißt, Putin weiß ganz genau, was er macht und du kannst immer davon ausgehen, ob es jetzt darum geht, wie er jemand die Hand gibt, ob es darum geht, wie er auf jemand zugeht, ob es darum geht, wie er seinen, ja, Turiya ist vollkommen okay, wünscht dir einen wunderschönen Abend, wie er also sich verhält, das macht er sehr bewusst. Trump dagegen ist ganz anders. Ich weiß nicht, ob er gecoacht ist, das wären jetzt Mutmaßungen, ich befürchte mal eher nicht so sehr. Sondern bei Trump ist eher ein gewisser Narzissmus schon von einigen Experten diagnostiziert worden, oder zumindest vermutet worden. Und Narzissten lassen sich dann auch nicht so gerne in irgendeiner Form unterstützen und gehen eher mit einem Selbstverständnis in Situationen rein, das oft übertrieben ist. Das heißt, sie übertreiben in ihrer Selbstsicherheit. Oft auch deswegen, weil tatsächlich da nicht so viel da ist. Und wenn solche zwei aufeinandertreffen, kann man sich vorstellen, beide, also der eine, weil er weiß, was er tut, der andere, weil er glaubt, übertreiben zu müssen als Narzisst, dann kannst du dir vorstellen, was da passiert. Also diese ganzen Machtspielchen, die wir da haben und die wir da immer wieder mitbekommen, ob jetzt eben zwischen den beiden oder Trump mit China oder Putin mit Ukraine und so weiter, das sind alles Dinge, die da auch mit dem jeweiligen Selbstsicherheitshintergrund dieser beiden Politiker zu tun haben. Okay, so viel auch dazu. Ja, oh, jetzt haben wir schon fast eine Stunde gemacht. Wunderschön. Wobei mich freut jede Frage von euch. Jetzt ist keine mehr gekommen. Dann bleibt mir noch zu wünschen, euch einen wunderschönen Sonntagabend und eine wunderschöne Woche. Denkt an den Blockadenlöser, wenn es euch interessiert. Ich glaube, er könnte für jeden interessant sein, weil ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die gar keine Probleme auf dieser Welt haben. Ja, und wenn, dann würde es mich sehr, sehr freuen für die.
Für alle anderen wünsche ich euch mit dem Blockadelöser viel, viel Erfolg. Alles Liebe, macht es gut. Ich freue mich. Ach so, ja, das Thema von nächster Woche habe ich schon festgelegt und demzufolge kann ich es euch schon verraten. Das Thema nächsten Sonntag wird sein der innere Schweinehund. Ja, genau, mit all seinem Gegrunze. Ein Thema, das auch, glaube ich, der ein oder andere von euch kennt, wenn nicht sogar auch jeder. In diesem Sinne, macht es gut. Alles, alles Liebe euch. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao, ciao.